Ning ist eine Attraktion, auch wenn er die wahrscheinlich nie sein wollte. Der 30-jährige Elefantenbulle lebt im Maesa Elephant Camp in Thailands Nordprovinz Chiang Mai. Hier können Touristen auf Elefanten reiten und tierische Kunststücke bestaunen. Viele Tierschützer sind überzeugt, junge Elefanten in Gefangenschaft werden einer grausamen Prozedur unterzogen, um sie gefügig zu machen. Ob auch Ning und seine Artgenossen eine solche Tortur hinter sich haben, darüber möchten die Camp-Verantwortlichen lieber nicht sprechen. Es ist früh am Morgen, kurz nach 6:30. Ning ist unruhig. Vielleicht möchte der Elefantenbulle, dass sein Arbeitstag endlich losgeht. Vielleicht will er aber auch nur die Kette loswerden, die ihn nachts an seinem Schlafplatz festhält. Für Siripat Kamesri, den Veterinär des Camps, so oder so kein Grund zur Besorgnis. Ich glaube, er hat ein Problem. Die Kette hat weniger Spiel als normal. Er ist letzte Nacht wahrscheinlich hin und her gelaufen. Dabei muss ich die Kette verknotet haben. Auch Mr. Soy macht sich jeden Morgen gegen 6:30 bereit für seinen Arbeitstag. Mit seiner Familie lebt er in diesem Haus, keine 50 Meter von Nings Schlafplatz entfernt. Seit mehr als 10 Jahren ist er jetzt schon Nings Mahut. So nennen Thailänder die Führer von Arbeitselefanten. Als Mahut ist Mr. Soy für die Ernährung und Pflege von Ning zuständig. Vor allem aber ist er so etwas wie sein Dompteur, auch wenn er sich selbst lieber als Partner sieht. Ning ist für mich wie ein Familienmitglied. Unser Verhältnis ist geprägt durch Liebe und gegenseitigen Respekt. Er lebt jetzt schon seit mehr als 10 Jahren mit mir. So wie man in einer Familie zusammenlebt oder mit einem guten Freund. Für Ning beginnt der Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Rund 200 Kilo Futter frisst ein ausgewachsener Elefant täglich. Am liebsten Gräser und Blätter. Mr. Soy kümmert sich in der Zeit um die Hinterlassenschaften der vergangenen Nacht. Danach befreit Mr. Soy das Tier endlich von seiner verdrehten Fußfessel. Aber auch tagsüber bleibt es für alle 79 Elefanten im Camp ein Leben in Ketten. Ning kennt die Routine offensichtlich. Hetzen lassen will sich Ning am frühen Morgen allerdings nicht. Bevor der Elefantenhaken ins Spiel kommt, setzt sich Ning dann doch lieber in Bewegung. Die tägliche Morgenwäsche wartet. Und frühstücken kann man ja schließlich auch noch unterwegs. In knapp einer Stunde werden die ersten Touristen auf Nings Rücken Platz nehmen. Vorher muss der Dickhäuter noch, wie jeden Morgen, durch die Elefantenwaschstraße. Für die morgendliche Körperpflege bedarf es nur weniger Kommandos. Ning und Mr. Soy sind ein eingespieltes Team. Nach der Morgenwäsche kommt das Aufsatteln. Für Mr. Soy jeden Morgen ein Kraftakt. Der Reitsitz allein wiegt rund 40 Kilo. Für Ning fielen die allerdings kaum ins Gewicht, meint Mr. Soy. Schließlich bringt der ausgewachsene Elefantenbulle selbst etwa 3,5 Tonnen auf die Waage. Während sich Ning und Mr. Soy auf den Weg zum Aufsteigplatz machen, warten dort schon die ersten Gäste auf ihren Ritt. Meistens sind es fast ausschließlich chinesische Besucher. Die meisten westlichen Tourismusanbieter haben traditionelle Camps wie Maesa schon vor Jahren aus ihren Katalogen gestrichen. Denn viele Tierschützer in Europa oder Amerika halten Elefantenreiten und das zur Schaustellen der Dickhäuter für Tierquälerei. Der Marketingchef des Camps verteidigt das Konzept.
Wir zeigen den Besuchern ein Stück Kulturgeschichte, wie das Verhältnis von Menschen und Elefanten früher ausgesehen hat, wie man auf einem Elefanten reitet, wie die Tiere damals für die Arbeit eingesetzt wurden. Früher war ein Elefant ein ganz normales Transportmittel. Bis zum Abholzverbot 1989 wurden Elefanten in Thailand auch in der Forstwirtschaft eingesetzt. Inzwischen stapeln sie schwere Baumstämme meist nur noch zur Unterhaltung von Touristen. Insgesamt leben in Thailand heute noch etwa 5000 Elefanten, rund 3000 davon in Gefangenschaft. Nina Ortmann-Brask ist Biologin. Die dänische Wissenschaftlerin berät Elefantencamps, wie sie Tourismus und Tierwohl besser miteinander vereinbaren können. In einer perfekten Welt, findet sie, wären Elefanten frei und nicht in Gefangenschaft. Die Realität in Thailand sei aber nun mal eine andere. Jetzt gelte es, wenigstens bestimmte Mindeststandards einzuhalten. Man kann auch in einem Reitcamp leicht dafür sorgen, dass es den Elefanten gut geht, indem man sicherstellt, dass sie ausreichend Schatten, Nahrung, Wasser und Erholung haben und auch ansonsten frei von Beschwerden sind. Ning, dessen Name im Thailändischen Nummer 1 bedeutet, ist der Star unter den Elefanten im Camp. Kein anderes Tier hat so lange Stoßzähne wie er. Seit über 20 Jahren ist das Camp sein Zuhause. Davor lebte er in einem Bergdorf an der Grenze zu Myanmar als Arbeitstier. Ein Leben in freier Wildbahn hat Ning nie kennengelernt. Er weiß, was die Gäste von ihm erwarten. Ein junges Paar aus China darf als erstes auf Ning reiten. Dem Elefanten scheint es egal zu sein, wer auf seinem Rücken Platz nimmt. Hauptsache, die Wegzehrung stimmt. Die kürzeste Runde dauert knapp 30 Minuten und kostet etwas mehr als 20 Euro. Auch längere Touren sind möglich. Ning kennt die Strecke im Schlaf. 5 Runden legt er an einem normalen Tag zurück. Fast immer sind die Besucher begeistert. Am Anfang war es etwas wackelig, aber dann ist es ein ziemlich gutes Gefühl. Ab und zu aber gibt es auch Gäste, die sich an den Elefantenhaken stören, dem wichtigsten Werkzeug für jeden Mahut. Ich mag es nicht, wenn sie den Haken benutzen. Mir wäre es lieber, sie würden sie nur mit den Händen berühren. Nur auf die sanfte Tour reiche in bestimmten Situationen leider nicht aus, so der Campmanager. Ohne Haken und Kette, das wäre im Notfall viel zu gefährlich, denn Elefanten sind große Tiere. Wenn du einen Hund ausführst, brauchst du auch eine Leine. Elefanten sind aber viel größer als Hunde. Deshalb müssen auch unsere Instrumente stark sein. Mittagspause im Camp. Zeit für Ning, das zu tun, was er eigentlich eh ständig macht. Für Mr. Soy ist es die erste Mahlzeit seit dem Frühstück. Aber er muss ja auch keine 200 Kilo täglich verspeisen, um bei Kräften zu bleiben. Ausreichend Futter sei wichtig, auch um die Elefanten immer kontrollieren zu können, erklärt Mr. Soy. Wenn Ning störrisch ist und nicht auf meine Kommandos reagiert, gebe ich ihm erstmal was zu essen. Und wenn er dann immer noch schlecht drauf ist, dann muss ich den Elefantenhaken einsetzen. Meist reicht aber ein leichtes Pieken aus, damit er sich wieder beruhigt. Nina Ortmann-Brask erzählt, dass sie bei ihrer Arbeit immer wieder an Grenzen stößt. Vor allem über das Training junger Elefanten wollten Camp-Verantwortliche in der Regel nicht mit ihr sprechen. Traditionell hat man eine sehr brutale Methode benutzt, um junge Elefanten dazu zu bringen, ihren Mahut zu gehorchen. Diese brutale Trainingsmethode ist es, die viele Touristen davon abhält, solche traditionellen Camps zu besuchen. Sie sind überzeugt, dass alle Elefanten, die Menschen auf sich reiten lassen oder sonst irgendwelche Kunststücke für Touristen machen, das nur deshalb tun, weil auch sie durch so ein brutales Training gegangen sind. Im Internet kursieren Videos, die das sogenannte Elefantenbrechen in ihrer ganzen Brutalität zeigen. Woher genau diese Aufnahmen stammen, wann sie entstanden sind, ist nicht bekannt. Bis zu einem Monat kann die gewaltsame Prozedur dauern. Erst wenn der Elefant sich nicht mehr wehrt, wird das Tier aus seinem Martyrium erlöst.
Jahrhundertelang war diese Technik in der gesamten Region üblich. Heute gibt es in Thailand zwar Gesetze, die Tierquälerei allgemein verbieten. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Inwieweit die brutalen Trainingsmethoden auch heute noch angewandt werden, unklar. Fragen danach beantwortet der Veterinär des Camps eher ausweichend. In unserem Camp versuchen wir es mit der Kombination aus positiver und negativer Verstärkung. Manchmal haben die Leute falsche Vorstellungen, was negative Verstärkung bedeutet. Es bedeutet, dass wir bei den Elefanten Druck anwenden. Und wenn sie dann das Richtige tun, lassen wir mit dem Druck nach. Viele Leute denken, negativ heißt bloß schlagen, schlagen, schlagen. Aber das stimmt nicht. Ein kräftiger Schluck zum Feierabend. Nach gut 7 Stunden mit Reitsitz auf dem Rücken ist für Ning der Arbeitstag zu Ende. Ab sofort muss nur noch Mr. Soy schuften. Was mir an diesem Elefanten aufgefallen ist, das enge und respektvolle Verhältnis, das er mit seinem Betreuer hat. Nach meinem Eindruck ist der Umgang zwischen beiden gekennzeichnet durch gegenseitigen Respekt, nicht so sehr dadurch, dass einer von beiden eine Waffe hat. Ning und Mr. Soy sind auf dem Weg zurück zum Schlafplatz. Plötzlich bleibt der Elefant stehen. Er hat das Bedürfnis, sich zu kratzen. Und die Pfosten am Wegesrand sind offenbar perfekt, um seinen Juckreiz zu lindern. Es ist einer der wenigen Momente, in denen Ning einfach tun kann, was er will. Ganz ohne Drill oder Kommando. Dann ist es wieder Zeit für die Fußfessel. Die nächsten 14 Stunden wird Ning genau hier verbringen. Später wird Mr. Soy ihm noch einmal neues Futter bringen. Und morgen geht alles wieder von vorne los.